Hallo, mein Name ist Kip Supernova. Willkommen. Endlich, heute ist ein großer Tag. Ein großer Tag? Ja. Und zwar, heute ist nicht nur Donnerstag, heute ist Rocktag. Es rockt und es plattert. Und genau, Switch. Nintendo Switch. Ja, was erwartet uns hier? Ja, zuerst mal Regionaleinstellungen. Nun ja, ihr habt bestimmt den Titel schon gesehen. Es geht um Splatoon 3 und ich habe die Demo-Version hier am Start. Natürlich muss man hier zuerst die Region einstellen, am Splatfest dieser Region teilnehmen, in Europa, ja natürlich. Und das kann man jetzt auch nicht mehr ändern, ja, alles gut. Und es geht los. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen zuerst den Trailer, den wir auch im Nintendo Trailer-Film gesehen haben, glaube ich. Einsam in der Wüste. Und wir können unseren Style aussuchen. So, da bin ich wieder. Moment, ich mache mich mal ein bisschen kleiner. So. Den Haarstyle haben wir schon. Jetzt kommt die Hautfarbe. Nicht zu blass. Man kann auch ganz, ganz hell und auch ganz, 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 ganz dunkel machen. Leider nicht auch andere Farben wie blau oder so, aber das ist okay. Ich nehme so das Mittelmaß, weil wir sitzen ja in der Sonne und man will ja auch ein bisschen braun werden hier. Augenfarbe kann man jetzt auch aussuchen. Ich glaube, das war bei Splatoon 2 nicht. Bei 1 erst recht nicht. Auch so unterschiedliche Farben, also so zwei Farben auf einmal oder so vermischt, das sieht ziemlich interessant aus, aber ich glaube, entweder blau oder dieses violett-bläuliche, ich glaube, ich nehme das hier. So, die Frisur, wie sie so ist, gefällt mir eigentlich. Man kann nicht natürlich schlecht aussuchen am Anfang, vielleicht kann man das dann in der Vollversion im richtigen Spiel, aber oder man ist irgendwie geschlechtsneutral und man kann nur die Haarform irgendwie ändern, ja, das ist eigentlich egal. Augenbrauen, ja, man kann ein bisschen ängstlich gucken oder grimmig, aber wir gucken gerne grimmig. Oh, man kann auch die Hose, unser Shirt sieht ein bisschen zerflattert aus. Na, egal, eine kurze Hose, ich will auf jeden Fall eine kurze Hose. Eine Shorts, wie man heutzutage so schön sagt. Short heißt ja kurz, so. Gefällt mir. Aber Moment, was er auch, also von ihm kann man auch den Style verändern, was ist denn das nochmal für ein Wesen, na ist egal, Angela Merkel Frisur, nee, ah, diesen Irokesen-Schnitt, ja, das ist ganz, das gefällt mir ganz gut. So, dann, let's go. Es wurde ja spekuliert, was da genau steht. Da hinten, ob das ein Eiffelturm ist oder ob das der alte Turm vom Inkopolisplatz ist. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, sondern wir sind gleich im Tutorial. Salmini, das ist ein Salmini und auf den zielen wir und jetzt kriegen wir hier praktisch gezeigt, für alle, die vielleicht von Splatoon noch nie was gesehen oder gehört haben, man schießt mit Farbe diesen gelben Kanister, den wir da auf dem Rücken haben. Da ist unsere Farbe drin, unsere Tinte und das ist jetzt so ein Tutorial, wo man praktisch, ja, man sieht, man kann auch durch die Tinte durchschwimmen. Jetzt Salmini hat was gefunden. Ja, los, nichts, wir runter zu ihm. Hui! Und was ist da wohl drin in der Kiste? Haha, tata, eine Pistole. Und was wird man mit der Pistole wohl machen? Na? Genau, wenn man auf bestimmte Tasten drückt, kann man nämlich schießen. Und hier in dem Tutorial darf man auf Ballons schießen. Ja gut, wie man dann bewegt und schwimmt. Man kann auch die Wand hochschwimmen, wenn sie eingespritzt ist oder eingefärbt ist. Ich sage lieber eingefärbt, das hört sich ein bisschen freundlicher an. Dann das Kreuz nach links, nach rechts drehen und so weiter und so fort. Die Steuerung an der Nintendo Switch ist wirklich, also ich mag die sehr. Ich mag die Bewegungssteuerung. Also wenn man die Konsole
selbst bewegt, dass sich auch das Bild bewegt, das mag ich eigentlich am liebsten und nicht mit dem Steuerknüppel auch noch die Bewegungen, noch die Richtungen drin. Das ist mir ein bisschen zu unhandlich, aber jeder wie er will. Hier ist auch fremde Tinte, in der Gegentinte ist man natürlich langsamer, man muss schon in der eigenen Tinte schwimmen. So schön die Ballons abschießen. Oh, Kisten. Natürlich kann man mit der Tinte auch Sachen zertrümmern. In dem Fall Kisten. Und wenn man das B gedrückt hält und färbe die Wand ein und dann spring in Spinnenform dagegen, halte B, warte bis Blitz und wow, Wandsprung. Okay. Ja. Ah, okay. So geht das. Das ist, glaube ich, was Neues. Das gab es in Splatoon 2 wahrscheinlich. Ich glaube nicht. Also jedenfalls kann ich mich daran erinnern. So, dann wollen wir mal unseren Zug erreichen. Und irgendwo hinfahren. Wo werden wir wohl hinfahren? Wahrscheinlich mit dem 9-Euro-Ticket. Oder 9-Goldmuschel-Ticket. Welche Währung gibt es eigentlich in Ikopolis und in der Splatoon-Welt? Keine Ahnung. Es gab ja auch schon viel Spekulation, warum diese Welt so aussieht, wie sie aussieht. Waren da mal Menschen oder gab es eine Apokalypse? Blablabla. Wollen wir uns jetzt heute nicht drum kümmern, sondern Splatfest World Premiere. Oh, und was wir hier sehen, ist natürlich eine kostenlose Demo-Version, die sich jeder runterladen kann und angucken kann. Und ich werde jetzt meinen Links mal nach hier verlegen. So, und dann gucken wir, hören wir den Nachrichtensprechern hier mal zu. Oh, die haben schon angefangen. Ja, die sprechen ein bisschen schnell. Wundervoll, dann wollen wir mal überall und irgendwo. Ei, 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 Makomori, Mantaro, Mantaro. Und Mantaro, dieser Rochen da über mir, da wo er hinterm Fernseher sitzt, der ist neu. Ei, ei, frisch reingekommen und super wichtig. Nanu, was bringt denn deine... Marco, denk doch mal nach. Es ist wieder Zeit. Ei, 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 Splatfest. Zeit für ein Splatfest. Oh, ein Splatfest ist immer gut. Yeah, Party! Ja, und das ist es wirklich. Und was für ein Thema? Was ist mit dem Thema? Sag schon. Ei, oh Männchen. Die Infos kommen gerade rein. Ich hab's. Das Thema lautet... Interessant. Ja, sag schon. Oder willst du etwa alleine feiern? Ganz ruhig, ich bereite mich vor. Liebe Hörerschaft, wir präsentieren das offizielle Thema dieses Splatfests. Trommelwirbel und... Bang! Stein, Papier und... Schere. Ja, Stein, Papier und Schere nach diesem berühmten Spiel, das wir bestimmt alle kennen. Es gibt ja da noch Exe und Spock, aber das ist was anderes. Team Stein wird mit seinem felsenfesten Willen zum Sieg Beweis stellen. Und wir werden es als schwarz auf weiß haben. Team Papier wird gewinnen. Ah, jetzt kommt wieder dieser große Streit. Ja, ei, 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 ei. Und Moment, mit Schere liegt man nie verkehrt. Da habt ihr euch geschnitten. Warte mal, es gibt dabei keine Wahl, die immer gewinnt. Ei, ei, was nicht, aber ich gewinne immer, wenn ich Schere nehme. Ha, ha, ha. Und was ist mit Stein? Immerhin die vorsichtigste, solideste Wahl. Ich habe schon Steine zerbrochen. Das überzeugt mich nicht. Stein nimmt die Form einer im Triumph erhobenen Faust an. Er ist ein Fundament. Er... Danke, reicht schon. Wenn das alle deine Argumente sind, dann bleib ich bei Papier. Eieieiei, an Papier kann man sich fies schneiden. Und man kann aber auch Sachen draufschreiben. Ei, ei, nein, Schere ist am stärksten. Viel schärfer als Papier. Nicht, wenn du die Schere nur... Ja, die reden zu schnell. Also ich drücke hier nicht weiter, sondern das ist automatisch. Hast du überhaupt Finger? Ei, ich lasse mich von keiner Schwierigkeit aufhalten. Team Schere. Blub, blub. Das berührt mich richtig, Mantaro. Und jetzt bin ich auch für Schere. Von mir aus. Ihr werdet mit euren Scheren sehen, dass Stein nicht von Pappe ist. Pappe? Papier? Ich bin immer bei Team Papier. Ihr sollt... Eieiei. Mit Schere macht man Konfetti. Und das brauche ich für die Siegesparade. Das war's erst einmal. Vergesst nicht abzustimmen. Ei, das Splatfest-Shirt findet ihr im Anpassmenü, wenn ihr gewählt habt.
Was wir ja auch von den üblichen Splatoons, Splatfesten kennen. Und damit wäre alles gesagt. Es hat euch hoffentlich gefallen. Das war's, ihr Schurken. Und denkt daran, macht Beute, Leute, macht Beute, Leute. So, und ja, da sind wir. Auf dem neuen Inkopolis-Platz. Hier sind schon ein paar Leute eingetrudelt, wie ich sehe, und haben auch schon Nachrichten geschrieben. Das werde ich, weil ich das, weil ich gerade am Fernseher spiele, werde ich das dann nachreichen. Ich kann nämlich keine Nachrichten oder Botschaften mit Hand, also ich mache das dann am Touchpad-Stream, aber das werde ich euch dann zeigen. An dem Gullideckel hier wird wahrscheinlich der Story-Modus dann wieder offen sein. So, erstmal ein Foto gemacht. Wird wieder. Hier ist zugesperrt. Das meiste wird noch zu sein. Aber es gibt schon jede Menge Leute, die Nachrichten geschrieben. Also hier ist alles mit Nachrichten gepflastert. Ich werde mich mal umschauen. Ja, Team Rock. Jawohl, Team Rocket. Was ist wohl Team Rocket? Ja. Oder wer? Wie ich gerade sehe, der neue... Das ist nicht der Inkopolis-Platz. Das ist irgendein anderes. Das ist Inkopolis City oder wie hieß das nochmal? Auf jeden Fall ist da viel, viel mehr zu erkunden. Ich werde mich hier mal ein bisschen umsehen. Ah, das Rote hier, das ist dieser Briefkasten, wo man dann seine Nachricht reinschreiben oder malen kann. Wie gesagt, das mache ich dann später. Dann hier an diesem Stand kann man wahrscheinlich wieder irgendwelche Goodies kaufen. Snacks, um was zu trinken. Aber die Läden, die Geschäfte sind noch zu. Oh, hier kann man auch drauf. Also hier ist viel mehr zu erkunden, viel mehr rumzulaufen. Es steht ein LKW, der bringt noch Sachen, weil es hat ja noch nicht angefangen. Hier sind ja auch noch Sachen abgesperrt. Also was ich sagen muss, ist, das gefällt... Was ist ein Dixi-Klo? Ja, ich meine, wenn man muss, dann muss man. So, da kann man nicht hoch. Und, aber hier... Also ich muss sagen, es ist viel verwinkelter, man sieht viel mehr und es ist auch wirklich, was mir gut gefällt, wird das hier Bär AG oder irgendeine andere Firma? Ja. Was mir gut gefällt ist, dieses Feeling, ja, es ist was im Kommen, aber es ist natürlich noch nicht so weit und jetzt warten alle und man kann aber hier schon rumlaufen. Erinnert mich ein bisschen an eine Convention, wo man schon ins Hotel kann und sich registrieren kann und aufs Hotelzimmer geht und auspackt und so weiter. Grüße gehen übrigens hier an alle raus, die dieses Jahr nicht auf der Euroforum sind, so wie ich. Aber naja, ist eben so. Und es fühlt sich jetzt irgendwie an wie so in der Hotellobby, wo so langsam die Leute eintrudeln und alles aber noch vorbereitet und aufgebaut wird und es aber noch nicht so richtig losgeht. Oder eigentlich noch gar nicht losgeht. Und aber die Vorfreude eben schon richtig, richtig heftig ist. Übrigens, ganz oben rechts ist schon die Anzeige, welche Stufe und wie viele Muscheln und wie viele Goldmünzen und so weiter. Alles auf Null. Frage mich, ob man schon solche Testspiele vielleicht schon vorher hier spielen kann. Aber zuerst gucken wir uns ein bisschen um. Muss mich ja auch noch ins Team eintragen. Ich habe mich ja schon lange entschieden. Was heißt lange, aber... Ich habe mich recht schnell entschieden. Was ist das? Kann man da rühren? Oh, ein Wasserlauf. Richtig, richtig cool. Ja, das gefällt mir. Diese Mischung aus so einer typischen... Steht was auf Deutsch? Nee, Skizos. Ich habe gedacht, da steht was auf Deutsch. Mit zwei. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, das ist so eine typische asiatische, japanische Stadt. Alles irgendwie so ein bisschen dicht zusammengebaut und hier ist das Fernseh- und Nachrichtenstudio von den drei Hübschen, ja, ich habe schon vergessen, wie die heißen, da kann man vielleicht nachher dann auch rein oder wenn das Spiel dann ganz geöffnet ist und diesen Industrial Style, das ist eine Rolltreppe da, ich frage mich, ob man dann da später überall rein und runter kann. Bis jetzt ist ja noch alles abgeschlossen. Und ja, was würde ich jetzt sagen? Und das dann noch mit diesem Abendlicht-Touch
Wobei das vielleicht vom Splatfest ist, weil beim Splatfest ist es ja immer Nacht oder später Abend und ansonsten Tag. Und hier kann man die Teams aussuchen. Und was ist am besten? Was ist am besten? Was ist am besten? Wir nehmen natürlich Team Stein. Jetzt, weil das der Hintergrund blau ist, denke ich, wird dann auch unsere Farbe blau sein. Oder wird die Farbe. Na gut, es ist zu spät. Weil ich würde gerne mit Blau schießen. Aber so wie es aussieht, könnte auch diese andere Farbe, dieser Klecks oder was das war, bedeuten, dass man mit Gelb vielleicht schießt. Naja, egal. Ja, mit der üblichen Anpasstaste kann man dann schon sein Shirt anziehen. Nee, das Shirt ist blau. Das Shirt ist blau und auch die Haare sind blau, weil auch die Haare passen sich dann dem Splatfest-Team an. Oder Kopftentakel, wenn man das. So, Foto ist gemacht für Twitter. Denke ich, das Team. Ja, da hängen die Shirts. Ja, da kann man die. Kann man auch an den Shirtstand kann man sich für das Team entscheiden. Nee, dann denke ich, dass das die Farbe ist, mit der wir dann rumsplätten. Cool. Ja, und überall stehen schon die Nachrichten, Hype, Hype, alle sind gehypt. Und das ist jetzt praktisch die Lobby. Die neue Lobby, wo man eine große Treppe hoch muss. Was passiert, wenn man da reingeht? Kann man schon Spiele machen, Verbindung wird hergestellt. Ah, okay, es findet kein Splatfest statt. Also das wird erst geöffnet, wenn das Splatfest auch losgeht. Zur Information, am Samstag, also diesen Samstag, geht's los. Für alle Zuschauer, also für alle drei, die jetzt gerade hier sich das Video angucken, das wird ein längeres Video, weil ich mir mal ein bisschen Zeit nehme und mich hier ein bisschen noch umgucken und das eigentlich ungeschnitten dann zeigen. Ich würde das gerne live streamen, das Splatfest World Premiere. Das Problem ist, ich kann mit meiner Switch leider nicht streamen. Ich habe das irgendwie nicht, den Dreh nicht raus, wie man das so koppelt, dass man streamen kann. Vielleicht kriege ich noch eine Lösung hin. Bis Samstag, wenn nicht. Ich zeichne auf und werde dann die Aufzeichnungen entweder als Premiere oder als Livestream kommentiert. Na, da geht es noch nicht durch. Ja, der LKW, der liefert da noch was, ne? Also, es ist ja noch nicht so weit. Es wird schon alles vorbereitet. Hier ist auch ein Nebelkran, wo Sachen noch aufbaut und da vorne wird das aufgebaut. Sieht aus wie ein Drachenkopf. Oh, der Himmel. Oh, da ist eine, so eine Schwebebahn oder wie man, Magnetschwebebahn oder wie man das nennt. Und dann halt eine Aufzeichnung live streamen und kommentieren lassen. Vielleicht von Flaffo oder vielleicht kommentiere ich selber. Ich weiß es noch nicht. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wer soll kommentieren? Soll ich kommentieren? Soll Flaffo kommentieren? Sollen wir beide kommentieren oder abwechseln? Bisschen ranzoomen. Ah, also ich kann mich an Splatoon einfach nicht satt sehen. Ja, ich kann mich nicht satt sehen. Es ist immer cool. Es ist immer. Ich werde ja auch. Was heißt, ich werde gefragt, aber manche fragen sich, was ist an Splatoon so faszinierend? Und es ist natürlich nicht nur. Oh, in den Laden kann man schon reingehen. Jetzt bin ich aber überrascht. Harmony, Tag! Na, willkommen im Hotlan. Hotlan? Nee, also doch, klar, nee. Du musst nämlich Stufe 4 sein. Ja, man muss in der Lobby-Revierkämpfe bestehen. Wir können aber keine Revierkämpfe machen, weil das hier eine Demo-Version ist. Schade. Aber, dass man theoretisch in den Laden dann schon rein kann, ist interessant. Vielleicht doch, habe ich was übersehen. Ich gehe nochmal in die. Ja, wo ist der Miezemeister? Nee, also ich gucke jetzt gerade. Andere haben gar keine Namen stehen. Es steht einfach nur Player. Ich bin ja auch nicht nach einem Namen gefragt worden. Und auch keiner hat irgendwie eine Stufe schon oder so. Kann man da schon rein? Vielleicht, wenn man das Shirt anhat.
Kann man da schon irgendwo hin? Nee, da hinten geht es auch nirgends weiter. Ja, was wollte ich noch? Jetzt wollte ich noch geschwind sagen, was an Splatoon so fasziniert ist. Mich fasziniert generell alles, was cool und gleichzeitig cute ist. Also cute ist ja schlau, süß, schön, aber gleichzeitig cool. Also, und das verkörpert eben Splatoon für mich. Also sowohl die Inklinge und Octolinge, die sind cute und gleichzeitig cool. Und dann eben die Tatsache, dass man mit Farbe rumsplätten und schießen kann. Ja, wo ist der Miezemeister? Wo ist er? Also entweder der ist noch nicht da und erscheint dann, wenn Splatfest ist oder wenn das Game losgeht. Oder er wird vielleicht von jemandem abgelöst. Vielleicht ist kein Miezemeister mehr da, sondern irgendjemand anderes. Das wissen wir ja nicht. Und ob das alles auch wieder mit dem Storygame zu tun hat. Wir wissen ja, im ersten Splatoon haben ja die Octolinge eine Rolle gespielt. Und dann mit dem Elektrowels und so weiter und so fort. Und die Nintendo hat sich bestimmt für Splatoon 3 auch wieder eine interessante Geschichte ausgedacht. Wobei, ich bin ehrlich, ich spiele lieber die Rangkämpfe als den Story-Modus. Nicht, dass ich das nicht mögen würde. Also ich spiele das sehr gerne. Ich spiele ja gerne Story oder spiele überhaupt, wo es eine Story haben. Aber diese ganze Jump'n'Run frustrierenden Stellen, wenn man da nicht weiterkommt und so weiter und so fort, das mache ich nicht so gerne. Also ich versuche es nochmal. Nee, geht nicht. Aber wir hatten für kurze Zeit unseren Tintentank auf dem Rücken und der war blau. Tja, das heißt, wir schießen blau. Sei schlau, mach blau. Tja, das war's von mir. Wir sehen uns dann. Moment. Tja, das war's dann von mir. Wir sehen uns dann im neuen Inkopolis am Samstag. Splatfest. Splatoon 3 World Premiere. Bis dahin. Bleibt gesund, bleibt neugierig und bleibt spritzig. Tschüss. Keep Supernova and out.